Und damit wieder herzlich willkommen zu einer neuen Undecember News hier auf diesem Kanal. Heute kam das Update mit reichlich Inhalt und wir schauen uns mal an, was sich mit dem Patch von heute alles getan hat. Die Übersicht gibt's wie immer kurz und kompakt und für die kompletten Patch Notes folgt dann noch wie gewohnt der Link in der Videobeschreibung. Was gibt es also alles Neues? Zum einen beginnt heute die neue Abstiegs-Raid Season 2 mit dem Hohepriester Karovan. Betreten könnt ihr diesen Raid ab der Stufe 80 und ausgelegt ist er für 8 Spieler. Dann sind insgesamt 9 neue Fertigkeitsrunen ins Spiel gekommen, in jeder Kategorie, also Rot, Grün und Blau, jeweils 3 Stück. Einen Skill könnt ihr über den Händler kaufen, manche könnt ihr per Drop bekommen und manche über die Synthese. Wir werden uns die Skills natürlich noch nach und nach dann in den Streams mal anschauen. Einen Skill könnt ihr bereits im Hintergrund im Gameplay sehen, das ist der Skill, den ich mir beim Händler schon gekauft habe. Auch neue Verbindungsrunen sind dazugekommen, da sind es insgesamt sogar 11 Stück. Auch hier ist es so, dass man sie auf verschiedenen Wegen bekommt, manche über die Gilde, ich vermute mal über den Gildenladen, manche über die Synthese und manche als Chaos-Missionsbelohnung. Auch bei den Erwecken-Fertigkeitsrunen sowie den Erwachen-Link-Runen sind neue dazugekommen bzw. wurden neue hinzugefügt. Da bisher nicht alle Runen erweckt werden konnten und bei den Skills, wo das nicht funktioniert hat, sollte dies entsprechend auch im Tooltip vermerkt sein. Ebenso wird es neue Skins geben, darunter ein Weihnachtskostümset, welches ihr über die Weihnachtskostüm-Coupons einlösen könnt nach der Wartung am heutigen Tag. Sollte sich sogar ein Coupon für dieses Kostüm in eurem Briefkasten befinden, den ihr dann einlösen könnt. Wie viele Teile ihr über die Coupons kostenfrei bekommt, darüber gibt es keine Infos, aber das Set besteht zumindest schon mal aus 3 Teilen. Weiterhin gibt es dann noch einen neuen Portalskin, der kostet allerdings 400 Diamanten. Es wird auch anlässlich des bevorstehenden Weihnachtsfests 2 Veranstaltungen geben, wo man verschiedene Belohnungen bekommt. Einmal das Fang Santa Puro Event und das Weihnachtsbesuch Event. Diese laufen dann bis zum 4. Januar des neuen Jahres. Die Black Friday Events enden nach der regulären Wartung heute. Dafür gibt es dann wieder einen neuen Runenpass. Und das waren dann so im Groben die Neuerungen, die mit dem heutigen Update ins Spiel gekommen sind. Ich hoffe, dass euch die Zusammenfassung wieder gefallen hat. Wenn ja, drückt bitte den Daumen nach oben für dieses Video. Lasst gerne mal ein Abo da für meinen Kanal. Schaut bitte auch in die Videobeschreibung. Da gibt es noch einige Links, die euch vielleicht interessieren könnten. Ich sage jetzt erstmal wieder danke fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.